Wir wissen, dass Sie in ganz Europa rumgereist sind. Überall. Ein Privatdetektiv auf der Suche nach Aufträgen. Ein Privatdetektiv ohne Lizenz. Wir wissen das alles. Aber wir haben Sie in Ruhe gelassen. In der Hoffnung, dass Sie uns auch zufrieden lassen. Ich kriege $300 in der Woche. Und sämtliche Spesen. Sagen Sie mal, Skrupel kennen Sie wohl nicht, was? Informieren Sie sich auch mal über Ihre Klienten oder sehen Sie nur aufs Geld? Wir suchen einen Mann, der von den Toten auferstanden ist, Sir. Aber jedes Mal, wenn wir ihn fast haben, sind Sie im Weg. Wieso eigentlich? Ich bleibe schon deshalb am Leben, weil ich jedes Jahr an Ihrem Todestag auf Ihr Wohl trinken will. Sehr liebenswürdig. Ich glaube Ihnen kein Wort. Man hat mich schon öfter Lügen genannt. Sie sind doch dümmer, als ich dachte, McGill. Ich hätte einiges für Sie tun können. Gefällt Ihnen die Musik, Sir? Ich finde sie fabelhaft. Entsetzlich. Und was jetzt? Jetzt bleiben wir hier stehen und warten.